Wann ist Minecraft Worlds zu Ende? Das Projekt Minecraft Worlds ist am Samstag letzte Woche gestartet. Dort wurde gesagt, dass in dem Projekt jeder der 12 YouTuber, die mitmachen, genau 14 Stunden Vorbereitungszeit hat, bis die Mauern geöffnet werden und der Kampf beginnt. Aber wann ist das? iCrimex hat zum Beispiel in den ersten 6 Tagen des Projekts 4 Folgen hochgeladen, Stanatskill nur 3 Folgen und Timmy sogar nur 2 Folgen. Aber das ist nicht mal das Wenigste, denn Lofty hat sogar bis jetzt nur eine einzige Folge hochgeladen. Man sieht also deutlich, dass irgendwie jeder der Teilnehmer unterschiedlich oft Minecraft Worlds Folgen hochlädt und man deshalb auch gar nicht wirklich vergleichen kann, wer gerade am weitesten ist, weil manche einfach schon viel länger auf Minecraft Worlds gespielt haben. Aber wie kann man jetzt herausfinden, wann das Ende von Minecraft Worlds ist und der Endkampf kommt? Im ersten Minecraft Worlds Video von iCrimex sagt iCrimex, dass 12 YouTuber 14 Tage jeden Tag eine Stunde Spielzeit auf Minecraft Worlds haben. Man könnte jetzt natürlich denken, dass Minecraft Worlds dann also nach 14 Tagen, also jetzt in einer Woche, zu Ende ist. Aber kann das sein? In den Videos von Standardskill sieht man auch, dass er genau nach einer Stunde seine Minecraft Worlds Folgen aufhört. Das heißt, er muss genau 14 Folgen hochladen, um alle 14 Stunden gespielt zu haben. Das heißt, mit 3 Folgen in 6 Tagen, in denen er jeweils nur eine Stunde spielt, wären die 14 Folgen von Standardskill erst nach 28 Tagen fertig. Wenn man aber bei iCrimex schaut, der in 6 Tagen 4 Folgen mit einer Stunde Spielzeit hochgeladen hat, dann wäre bei iCrimex Minecraft Worlds einfach schon nach 21 Tagen zu Ende. Das ist eine ganze Woche vor Standardskill. Und da ist noch gar nicht bedacht, dass Timmy in 6 Tagen nur 2 Folgen hochgeladen hat. Also bei der Geschwindigkeit erst nach 41 Tagen fertig wäre mit der Vorbereitungsphase von Minecraft Worlds. Kann das sein? Wenn das wirklich so ist, dass jeder YouTuber erst einmal alle 14 Folgen hochgeladen haben muss, bis das Minecraft Worlds Finale kommt, dann müssen wir noch mindestens 35 Tage warten, also über einen Monat, bis die Minecraft Worlds Eliminierungsphase stattfinden kann, wo die Mauern geöffnet werden. Wenn dieses Finale aber kommt, sobald 14 Tage nach Projektstart vorbei sind, also in einer Woche, dann wird man noch nicht alle Folgen von den Teilnehmern gesehen haben können bis dahin. Ich denke also, es kann gut sein, dass das Finale, also die Eliminierungsphase von Minecraft Worlds, die auch noch ein paar Tage gehen könnte, erst in einem Monat kommt und Minecraft Worlds erst nach Ende März zu Ende ist. Was denkt ihr? Abonniert und jetzt tschüss.